Ein herzliches Moin und willkommen zurück bei Minecraft, meine lieben Freundinnen und Freunde, heute mal mit Cam und bei diesem wunderschönen Sonnenaufgang nochmal ein herzliches Willkommen auch auf die bei den Leuten auf Twitch. Ich habe mich mal entschieden, einfach mal stumpfen Livestream zu machen und ja, die Leute sind schon gut dabei. Und ich habe mir gedacht, ich baue hier eine neue Welt zusammen, weil wir spielen auf der neuesten Version. Und zwar der 1.16.5. Natürlich mit den ganzen Mods, die ich mir halt auch wieder draufgepackt habe. Mit ein paar Mods. Bradleys.de, hallo. mit ein paar Mods zusätzlich oder einer Mod zusätzlich, die ich mir draufgepackt habe. Und zwar, ihr seht es hier, Pam's Harvest Crops and Craft. Crops. Das heißt, bei den Dingern hier, wenn ich die kaputt haue, gibt's weißen Pilz, Zucchinis, oh geil, Teeblätter, ja geil, hier, guck mal, Tee hier, ne? Fein lecker Tee, Riesenpilze und was gibt's hier eigentlich noch? Wo sind die Viecher jetzt? Da. Da ist noch einer. Was ist das? Rhubarb. Was ist das denn? Rhubarb. Rhabarber? Ach, Rhabarber. Okay. Rhubarb. Noch nie gehört. Okay. Fangen wir doch jetzt mal an. Kloppen wir erstmal mit dem Rhabarber auf Holz rum. Okay, jetzt kommt er raus. Oh, Schwarzeiche, ja, geilo. Das passt eigentlich ganz gut. Zum Hausli, das wir uns bauen werden. Und zwar, ich habe mir gedacht, machen wir ein neues Haus. Wir fangen komplett nochmal neu an. Ich würde auch sagen, das machen wir. Daraus machen wir eine komplett neue Staffel. So, Stiggis. Und wir kennen das alle. Rupp. Die ganzen Standarddinger so. Halt. So. So. Und das hier ist schon mal der Grundriss. Den habe ich hier schon mal reingetan. Welcher Shader ist das? Sekunde. Das ist der... Kann ich mal zeigen? Nein, nicht Sprache. Obwohl, hier gab es, glaube ich, auch mal irgendwo Plattdeutsch, ne? Irgendwo gab es hier mal, Niederlands. Hoi. Ah, hier, Plattdeutsch. Plattdeutsch. Ich könnte das auf Plattdeutsch umstellen. Ja, geil. Könnte ich mal machen. Irgendwann mal. Shader. Das ist der Sildur Vibrant Shader. In der Version 1.28. Hi. Ich habe hier auch noch Zeus und BSL. Also der von Sildur, der ist eigentlich recht gut und ziemlich performant. Also der schluckt nicht so viel Bums, schluckt nicht so viel Power wie zum Beispiel die anderen. Ich kann ja mal einen anderen Shader nehmen. Wir nehmen mal hier Zeus. Bradleys, bitteschön. Sehr gerne. Der Name ist Programm. Selbstgemacht die Mütze. Nebenbei. So, das hier ist jetzt der Zeus Shader. Gefällt mir auch wohl. Leider ist das aber irgendwie so. Ich weiß nicht, ob man das sieht, aber der passt sich, glaube ich, der Dunkelheit immer an. Ihr seht es? Ich komme auf das Ding zu und es wird, je nach Blickwinkel, wird es immer dunkler und heller. Ich weiß nicht, ob man das sieht, aber ich kriege das mit. Ne, je nach Blickwinkel hier, jetzt wird es heller, jetzt wird es wieder dunkler. Es wird immer so ein Stückchen heller und dunkler. Das stört mich total an dem Shader. Und dann haben wir noch BSL.
Und BSL, der geht eigentlich auch ganz gut klar. Also BSL und SEOs, die sind eigentlich Shader, die... Ja, mach... Achso, ja, man kann die Unschärfe ausstellen. Oh, okay. Der geht auch wohl. Zumal da wabern die Blätter alle mit. Was mich hierbei aber so ein bisschen stört auch wieder, ist, dass hier alles so milchig aussieht. Ich weiß nicht, ob man das auch abstellen kann. Shader. Alte Beleuchtung. Handbeleuchtung. Reflexionskarten. Ach, den hat's auch, hat er auch. Entschuldigung, Matze Zocker. Das hat der Matze auch. Alles klar. So. Mach ich mal noch ein Äxtchen. Neue Rezepturen. Ja, cool. So. Und jetzt kommt noch eine weitere Mod, die ich mir natürlich installiert habe. Die Tree Chopper Mod. Das heißt, ich gehe einfach hier an einem Baumstamm. Okay, das ist der Vorführeffekt. Super. Tja, nun also M. Das war jetzt ein bisschen peinlich. BSL ist ein bisschen weißer, ja, auf jeden Fall. Also das Tickchen stört mich das. Ah, hier. So. Was ich auch noch mit eingebaut habe, das ist die Sortiermod. Das heißt, ich brauche einfach nur auf den mittleren Mausbutton drücken. Hier. Plopp. Und er sortiert mir das alles. Haltbarkeit sagt Tschüss, ja, auf jeden Fall. Haltbarkeit sagt Nein. Nein. Nee. So, pass auf. Jetzt aber. Vorführeffekt. For the win. Das ist ein Riesenbaum. Plopp. Riesenbaum weg. Oh, komm. Nein, scheiße. Und dadurch, dass halt alles unter so einem Blätterdach ist, werden halt nicht alle Blätter am despawnen sein tun. Wie auch immer. Ich habe keine Ahnung. So. Oh. SBN Alms. Sehr komischer Name, aber danke für den Follow. Entschuldige bitte, wenn ich den Namen nicht richtig aussprechen kann. Zu kompliziert. Man muss ja zeigen, was passiert. Ja, auf jeden Fall. So. Okay, jetzt machen wir hier erstmal das Fundament rein. Alles gut. Okay, dankeschön. So. Flop. 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 Ich habe die Sounds extra so gemacht, damit ich mich ein bisschen erschrecke und dann auch Bescheid weiß, wann, wie, wo jemand raidet oder hostet oder mir ein Follow gibt. Ich habe das, glaube ich, vorher habe ich mal so ein schreiendes Schaf. Nee, halt. Das soll eine Schaufel werden. Habe ich mal ein schreiendes Schaf gehabt. Boah, habe ich mich da erschrocken. Und jetzt dieser Alert-Sound, den habe ich mir, glaube ich, von YouTube mal runtergeladen. Das ist. Da hat einer so ein Hans Zimmer. Genau das. So ein Hans Zimmer. Boah, hat er dann nachgebaut. Safra, vielen Dank. Oder 5 Afra. Ich
Ich glaube, ich denke mal, das wird Safra ausgesprochen. Vielen Dank für den Follow. Das kam wirklich auf den Punkt. Das kam wirklich so auf den Punkt. So. Okay. So. Und das habe ich mir halt eingebaut, damit ich halt, wie gesagt, ein bisschen erschrecke und aufschrecke. Und damit die Leute auch gleich wissen, was hier Phase ist. Habe ich eigentlich noch eine Axt? Nein. Sollte mir eine Axt aus der schwebenden Werkbank bauen. Und vielleicht mal auf Stein aufrüsten. So. Huch. So. Huch. Plop, 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 plop. Pop, pop, pop. So, wo ist hier noch eine Eiche? Da. Flup. So, und das Schöne ist, zack, bei der Mod ist das genau auch so. Ich habe halt auch nur so eine Mod mit reingehauen. Zum einen sortiert die das. Und zum anderen haut die einfach mal, wenn die Axt hier zum Beispiel im Eimer ist und ich habe hier noch eine im Menü drinne, dann zieht er die automatisch mit rein. Das kann so gut vom Vorteil sein. Das heißt, was bedeutet, du kannst halt so gut wie endlos bauen. Und im Moment bauen wir noch im Peaceful-Modus. Wenn das Häuschen aber fertig ist, würde ich schon fast sagen, gehe ich mal auf. Vielleicht leicht. Ich habe keine Ahnung. Aber noch ist mir das ein bisschen zu gefährlich. Okay, nochmal eine Axt. Hat gut funktioniert. Alles klar. Die Axt war eigentlich noch voll in Schuss. Aber ich sollte mal auf der Suche nach Stein gehen. Warum kann ich nichts bauen? Was ist denn jetzt los? Oh, eine Süßkartoffel, schön. Warum? Hallo? Spiel? Was ist denn jetzt los? Ist mir. Hä? Was ist da los? Ist mir das Spiel jetzt abgeschmiert oder? So. Das ist Rohholz, ja, habe ich. Ich habe so oft Minecraft gespielt. Mann, bin ich blöd. Oh Gott, was bin ich blöde. Ich bin. Oh, Stämme, ja. Mein Gott, bin ich blöde. So. Und ich brauche ein Bett. Ich meine, ich könnte jetzt cheaten und mir den Tag wieder herholen, aber nein. Wo wären da dann. Hallo, Schweinchen. Wo wären da dann der Spaß? Okay. Bei schön entspannter Musik suchen wir uns mal eine kleine Höhle. Was? Kale. Das ist, glaube ich, Farn. Okay. Was war? Izart Jomix, vielen Dank für den Follow. Erschreckt mich doch nicht so. Ich meine, ich hab mir das eingebaut, aber erschreckt mich doch nicht so, Junge.
Boah! Okay, wo ist hier eine Höhle? Es ist hier verdammt dunkel. Ich sollte vielleicht auch demnächst mal Schafe schlachten. Wo ist hier eine Höhle, Mann? Ich grab mich gleich einfach mal straight runter. Oh, hier ist Stein. Ja, geil. Ach ja, hier, ein kleiner Tipp. Pass drauf. Wenn ihr selber streamen wollt und Musik für den Hintergrund zum Beispiel braucht, Harris Heller, der macht Musik, die läuft jetzt auch gerade im Hintergrund bei euch und bei mir und so. Ist auf Spotify zu finden. Und der macht eigentlich ziemlich gute Musik. Ich weiß, es ist jetzt verdammt dunkel bei euch. Ich mache jetzt mal für ihn ein bisschen kostenlose Werbung. Aber der Typ, der macht eigentlich geile Mucke. Und das ist jetzt zum Beispiel Ambient Music.